Wir sind heute auf der Eurobike in Friedrichshafen, der weltweit größten Fahrradmesse. Freuen Sie sich mit der Bike Media auf unterschiedliche Eindrücke. Und diese Eindrücke werden zum ersten der Mediatalk unserer Chefredakteure, und zwar von unseren Magazinen Aktiv Radfahren, Bikesport, Rennrad und Radmarkt. Dann zum anderen auf die 125er Radmarkt. Unser Fachmagazin Radmarkt feiert hier seinen Geburtstag. Und zuletzt, aber nicht zum Schluss, die Verleihung des Schoolbikes. Hier werden wir am Samstag 150 Räder an 10 ausgesuchte Schulen vergeben. Hallo und herzlich willkommen auf der Messe in Friedrichshafen. Wir sind hier am Stand der BVA Bike Media, heute vertreten durch Rennrad. Und deswegen haben wir auch ein Rennrad hier am Stand natürlich. Das ist ausgerüstet mit Shimano Ultegra Di2. Shimano hatte vor 6 Jahren bereits Dura-Ace Di2 gelauncht. Es dauert 6 Jahre, wie gesagt, bis Ultegra kommt. Wieso dauert das so lange, Michael? Also wir hatten ja eine extrem lange Entwicklungsdauer für die Dura-Ace. Die ist auf dem Markt jetzt im 4. Jahr. Und dass jetzt erst die Ultegra kommt, liegt natürlich daran, dass wir hier wieder im Prinzip eine komplette Neuentwicklung haben. Komplett neu entwickeltes System bedeutet meistens auch, dass es gleich relativ teuer wird, so eine Geschichte. Bei der Ultegra Di2 gehen wir genau den anderen Weg. Also sie wird im Vergleich zur Dura-Ace deutlich günstiger sogar. Also sie wird sogar unter der mechanischen Dura-Ace liegen. Das heißt, ihr steigt ins Massensegment ein mit der Dura-Ace. Massensegment heißt auch, dass ich Endverbraucher antreffe, die vielleicht nicht so ganz mit der Fahrradtechnik bewandert sind. Haben die Probleme mit der Ultegra Di2, mit der umzugehen? Ich denke, es ist generell natürlich eine gewisse Skepsis da gewesen anfangs, aber die Erfahrungen haben gezeigt, dass diese Skepsis unbegründet war. Witterungseinflüsse, Verschmutzungseinflüsse spielen überhaupt keine Rolle. Das hat die Dura-Ace Di2 perfekt im Cross bewiesen. Aber elektronische Schaltung heißt, wir brauchen Batterie, das muss irgendwann geladen werden. Richtig, wir haben einen Akku, der das System speist. Der hält je nach Angabe, natürlich auch je nach Temperatur und Schalthäufigkeit, irgendwo zwischen 1000 und 4000 Kilometer. Also ich denke, mit 2500 Kilometern am Stück ist man da auf der sicheren Seite. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ich kann 2500 Kilometer circa am Stück fahren, ohne dass ich irgendwas machen muss. Aber meistens komme ich ja sowieso vorher nach Hause. Richtig, das ist eigentlich der Sinn, weil 2500 Kilometer am Stück wäre sehr sportlich. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg mit dem Produkt und ich denke, das sollte kein Problem werden. Danke. So, guten Tag. Wir sind hier bei der Firma Innotech, innovative Wartungschemie, und sprechen mit Herrn Stadler. Ja. Herr Stadler, was ist das Besondere an Ihren Reinigungsmitteln? Ja, wir haben ein Produkt, das reinigt und schmiert in einem Arbeitsgang. Das heißt, ich kriege eine Kette komplett sauber und bringe meinen Schmierstoff durch die Säuberung in die Kette rein. Das Lösemittel, das hilft, dass das Produkt oder mein Additiv in die Kette geht, verdunstet und übrig bleibt eine toll geschmierte Kette, innen wie außen. Ich setze hinten an der Kette praktisch an und sprühe. Und sprühe so lang, bis vorne die ersten Tropfen rauskommen. Wenn die Tropfen jetzt rauskommen aus der Kette, sehe ich, dass die Kette gesättigt ist. Es kann das Produkt jetzt in der Kette wirken und da muss ich mir ein bisschen Zeit geben. 20 Minuten. 20 Minuten, um alle Verharzungen, um die Partikel, alles anzulösen. Und dann, nach 20 Minuten, gehe ich an die Kette ran und sprühe und reibe. Und dann sehe ich, wie sich die Kette säubert, wie der ganze Dreck rausgeht. Und wenn ich dann drüber gehe, ist es sauber. Das Lösemittel verdunstet und das eingebrachte Additiv, das Lösemittel war mein Transportmittel für das dicke Additiv. Jetzt ist es drin, Lösemittel geht und das Additiv und der Schmierstoff bleibt innen und außen. Und eine perfekt geschmierte Kette. So, hier am Stand von der Elektrodraht haben wir jetzt den Paul Hollands. Herzlich willkommen. Paul, erzähl uns mal ein bisschen, wer ist eigentlich HP Velotechnik? So heißt nämlich deine Firma. Ja. HP Velotechnik, das sind Paul Hollands, ich und der Daniel Pulvermüller. Wir haben beide als Studenten angefangen, 1993 uns auf Liegeräder und Dreiräder zu spezialisieren und sind inzwischen auf diesem Gebiet Marktführer hier in Europa geworden. Aber setz dich doch einfach mal rein, dann können wir mal sehen, wie das auch ist, wenn man eben in so einem Liegerad drin sitzt.
Ich sitze jetzt hier ganz entspannt zurückgelehnt in einem komfortablen Sitz. Das kann man sich ein bisschen wie eine hochwertige Sofagarnitur oder einen guten Gartenstuhl vorstellen. Aber wenn ich jetzt doch nicht so trainiert bin, habt ihr auch ein Elektroradprogramm mit dabei. Was muss man denn dabei beachten? Grundsätzlich sind wir ein Baukastenhersteller, das heißt unsere Liegeräder und Dreiräder können alle auch als E-Bike oder E-Trike in unserem Fall ausgestattet werden. Wir verwenden dort zwei ausgereifte Systeme des Herstellers Bionix in einer preisgünstigen Einsteigerversion oder in der neuen Top-Version mit 423 Wattstunden Akkuinhalt, da ist also richtig Power drin. Der Elektroantrieb kann beim Liegerad einen ganz großen Vorteil ausspielen, denn es geht beim Thema Elektrorad ja um Reichweite vor allem. Man möchte möglichst lange den Rückenwind aus dem eingebauten Hinterradmotor genießen. Da man mit dem Liegerad oder dem Dreirad etwas schneller fahren kann aufgrund des günstigeren Luftwiderstandes, kann man weit mehr Reichweite aus dem Akku herausholen. Denn mit dem E-Bike fahren die meisten Menschen sowieso um die 25, denn da schreibt der Gesetzgeber vor, dass das System automatisch abregelt. Das heißt, in der Praxis ist man mit zwei, drei kräftigen Tritten schon auf diesem Geschwindigkeitsbereich. Und da ist es nicht mehr der Rollwiderstand, die Reifen oder die Lager und Narben, sondern tatsächlich der Luftwiderstand. Wo fängt der Preis bei einem E-Trike an? Die modernen E-Trikes, ob die jetzt zwei Räder haben oder drei Räder haben, liegen heutzutage im Preisbereich um die 3.000 Euro. Bei diesem Modell, dem Modell Gecko mit dem Bionix-Antrieb, liegen wir bei 3.300 Euro. Man kann die Räder jedoch ganz individuell nach seinen Wünschen ausstatten. Das fängt an von der Farbe über die Bremsen und Schaltungsoptionen, sodass man das Rad ganz individuell nach seinen Wünschen zum Traumrad ausbauen kann. Hallo, ich bin der Michael Wald, ich bin Key Account Manager bei United Navigation und verantwortlich für den Bereich Sport und Outdoor bei uns im Haus. Und ich möchte euch heute einfach mal den Falk E-Bex Cross zeigen, die Erweiterung von unserem E-Bex, den wir letztes Jahr vorgestellt haben. Mit dem E-Bex 30 Cross haben wir eine Erweiterung geschaffen, das heißt, den kann man jetzt auch im Auto oder im Motorrad verwenden. Und außerdem haben wir dann noch was mit eingebaut, das nennt sich Geocaching. Geocaching ist in Deutschland ein Riesending, ist absolut im Laufen und da könnt ihr jetzt also dementsprechend mit dem Gerät auch Schätze heben und auf Schatzsuche gehen.